Außergewöhnliche Spitzenleistungen und Möglichkeiten ihrer Darstellung. Das ist Thema der aktuellen Ausgabe von HWK-TV, bei der eine Unterwasserfotografin und Deutschlands schnellster Handwerkspraktikant im Rampenlicht stehen. Rampenlicht, das ist sicherlich das passende Stichwort für Stefanie Ehl aus Oberhonnefeld im Westerwald. Die Fotografin nutzt nicht nur Möglichkeiten spektakulärer Bühnen für die Unterwasserfotografien, sie steht mit ihrer Arbeit oft auch selbst im Fokus der Beobachtung. Denn ihre Einsätze sind außergewöhnlich und die Orte für die Fotoshootings alles andere als normal. Da geht es mit einigen Kilogramm Ausrüstung auch schon mal in ein riesiges Aquarium in einem Fischrestaurant, in dem Fische ihre Runden drehen, die als besonders giftig gelten. Während auf der anderen Seite der Panzerverglasung Gäste ihre Fischgerichte zu sich nehmen. Ort dieses Fotoshootings, das Restaurant La Mer in Neuwied-Niederbieber. Hier befindet sich eines der größten Aquarien Deutschlands, das 150.000 Liter Salzwasser fasst. Das sind mehr als 150 Tonnen Wasser, in die Fotografin Stefanie Ehl mit der richtigen Ausrüstung und ihrem Model hinabsteigt. So. Ja, wir machen heute ein ganz außergewöhnliches Fotoshooting. Das wird ein Unterwasser-Fotoshooting und haben wir heute eine ganz besondere Location. Wir haben heute ein Aquarium, ein echtes Aquarium, 150.000 Liter mit echten tropischen Fischen. Hat man ja natürlich nicht gerade so zu Hause. Bin da ganz froh, dass wir heute diese Location haben und wir werden ganz außergewöhnliche Bilder machen. Ja, das ist meine Unterwasserkamera. Also damit werden wir gleich loslegen. Die ist also in einem wasserdichten Gehäuse. Wir werden als Taucher runtergehen. Wir haben sehr viel Blei dabei. Ich werde wahrscheinlich so um die 12 Kilo Blei brauchen, um hier runterzukommen. Wir haben Salzwasser, das hat einen tierischen Auftrieb. Das ist für mich eine besondere Herausforderung. Für meinen Partner Oliver, der heute das männliche Model ist. Er wird also heute mit einem Anzug runtergehen. Für den wird es heute sehr, sehr schwierig werden, runterzukommen, unten zu bleiben. Aber ja, kann ja mal sehen, wie schwierig der Job ist. Der Fotografin und ihrem Model steht ein schwieriger Einsatz bevor. Denn das Salzwasser sorgt nicht nur für erheblichen Auftrieb und erschwert so das Abtauchen. Unter Wasser wartet auch Pterois volitans, ein hochgiftiger Rotfeuerfisch, der neugierig beobachtet, wer sich da in seinem Revier tummelt. Am Ende dieses Fotoshootings werden die Rollen getauscht. Denn wenn man schon mal an diesem ungewöhnlichen Ort fotografieren kann, dann schlüpft die Fotografin auch mal gerne ins Kostüm einer Meerjungfrau und lässt sich ablichten. Die Kleidung wurde speziell angefertigt. Die Flosse ist aus Latex handgefertigt, wie auch das goldene Oberteil, eine von Stefanie Ehl selbst gearbeitete Kreation aus kleinen Goldplättchen. Und selbst die Schminke ist nicht von der Stange, denn auch die muss im Salzwasser halten, was sie verspricht. Mit ihren Arbeiten ist Stefanie Ehl längst über die Region hinaus bekannt und hat Kunden in der Schweiz und sogar in den USA, die für ein Unterwasser-Fotoshooting extra über den großen Teich nach Rheinland-Pfalz kommen. Um zahlreiche Gäste, die für ein sehr spezielles Event der Handwerkskammer in Koblenz erwartet werden, geht es hier in den Ausbildungswerkstätten des Metall- und Technologiezentrums. Wo normalerweise junge Lehrlinge im Rahmen der Ausbildung geschult und angehende Meister fit gemacht werden für ihre Prüfung, werden am 9. November bis zu 10.000 Besucher erwartet. Nach der Technik ist das Schlagwort, das junge und alte Besucher aus ganz Rheinland-Pfalz und den benachbarten Bundesländern nach Koblenz in die August-Horst-Straße führen wird. Gleich drei HWK-Zentren stehen dann offen: Bauzentrum, Zentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation sowie Metall- und Technologiezentrum laden mit einer Mischung aus interessanten Vorträgen, Themeninseln, Ausstellungsbereichen und vielen lebenden Werkstätten ein. Dabei steht auch die Kfz-Technik im Fokus und Ausbildungsmeister Mirko Schumann erklärt, was es am Samstag, den 9. November zwischen 13 und 1 Uhr nachts zu erleben gibt.
Dieses Jahr legen wir den Fokus wieder auf Rennsport mit zwei völlig unterschiedlichen Ansätzen. Auf der einen Seite haben wir den klassischen Motorsport mit amerikanischen V8s. Das bedeutet, man kann sich hier einen Ford GT40 anschauen aus den 70er Jahren, genauso wie einen Renncobra. Und gleichzeitig kann man live erleben, wie so ein Sportmotor aufgebaut wird. Also wir haben hier einen Betrieb mit Zylinderschleiferei, wo so ein Motorblock aufgearbeitet wird, wo man den Fachleuten direkt Fragen dazu stellen kann. Was auch meiner Meinung nach ziemlich interessant ist, vor allen Dingen, weil man auch die Autos live hören und sehen kann. Auf der anderen Seite ist der Ansatz, Motorsport auf eine neue Art und Weise zu erleben. Da geht es darum, dass es eine weltweite Formelsportserie gibt, wo selbst konstruierte Fahrzeuge mit Elektroantrieb eine Weltmeisterschaft fahren, wo einfach mal die Elektromobilität unter Rennsportaspekten erprobt werden soll, was auch ein sehr, sehr spannendes Feld ist, wo wir auch Fachleute haben, die Rede und Antwort stehen können und man sich auch das Auto aus der Nähe anschauen kann. Ganz aus der Nähe Rennsport erleben. Ein Fall für den Nürburgring, Dörr Motorsport und Handwerkspraktikant Konstantin Sinowski aus Hamburg. Hauptprotagonist ist ein McLaren MP4 12C der GT3-Klasse. Bei der Langstreckenserie VLN auf dem Nürburgring dominierte Dörr Motorsport das achte Rennen lange Zeit und legte den Grundstein für den erfolgreichen Auftritt beim Zeittraining mit dem Sprung auf die Pole Position. Im Team als Praktikant mit dabei Konstantin, ein 19-jähriger Hamburger, der über die Bundesimage-Kampagne des Handwerks die Ausschreibung des Entdecker-Praktikums gewann. 3 Tage zog der Student in die Eifel um und erlebte hier Motorsport-Atmosphäre pur und live. Zusammen mit dem McLaren-Team von Dörr Motorsport aus Frankfurt am Main griff er zu Werkzeug und Computer. Doch wer schraubt, soll auch wissen, wie sich diese Arbeit anschließend auf der Rennstrecke verhält. Also wurde aus dem Entdecker-Praktikanten Konstantin nicht nur ein Teammitglied, sondern auch ein Testfahrer auf dem Beifahrersitz. Im Rennspeed über den Nürburgring. Das ist sicherlich ein besonderes Erlebnis. Und wie Konstantin dieses Abenteuer erlebte, wie er die 4 Runden sah, das dokumentiert eine spezielle Helmkamera. Denn Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Tiefflug über den Ring, was Konstantin so erlebte. Ich denke mal, das Wetter war noch eine besondere Herausforderung. Also ich war zwar bloß Beifahrer, aber mein Fahrer hat gerne mal gekämpft am Steuer, was noch einen extra Adrenalinkick mit reingebracht hat. Und ansonsten, es war interessant, ich wusste zum Beispiel vorher nicht, dass die Reifen in der Garage aufgewärmt werden auf 70 Grad bei kaltem Wetter. Und da habe ich heute Morgen mitgeholfen. Das war ziemlich interessant. Es war also ein besonderer Tag? Ja. Ich glaube, er ist auch noch nicht zu Ende. Beim Nürburgring-Einsatz durfte natürlich auch ein gemeinsames Essen mit dem Team in der VIP-Lounge nicht fehlen. Rennsport-Atmosphäre gestern und heute zum Anfassen. Das gibt es auch auf der Nacht der Technik am 9. November. Mehr Informationen zur Veranstaltung bei der Handwerkskammer Koblenz gibt es im Internet unter nachtdertechnik.de und in der nächsten Ausgabe des Magazins Handwerk Spezial, das am 6. November als Beilage der Rheinzeitung erscheint und mit Hintergrundberichten auf zahlreiche Highlights der 8. Nacht der Technik eingeht.